Das nachfolgende Experiment zeigt eine echte Rarität aus dem Bereich der Lichttechnik. Vorab aber einige erläuternde und hilfreiche Hintergrundinformationen. Hier die wesentlichen Bestandteile einer Glühlampe. Heutzutage verschwinden herkömmliche Glühlampen mit Glühfaden im Gehäuseinneren immer mehr, da die Energieeffizienz verglichen mit Energiesparlampen oder LED-Leuchten fatal ist. Nur 5% der eingespeisten Leistung wird bei Glühlampen in Lichtleistung umgesetzt. 95% wird als Wärme abgestrahlt und das ist natürlich ein Verhältnis, das absolut nicht tragbar ist. Gebräuchliche Glühlampen, welche im Handel verfügbar waren, hatten eine Leistung von 25 Watt bis 1000 Watt. Dieses Ding kriegt jetzt eine Spannung von 110 Volt und von 100 Ampere. Jagen wir da durch. 100 Ampere. Und dann setzen wir 10 Kilowatt elektrische Leistung um und 5% davon machen wir in Licht, den Rest in Wärme. Ne? So, schauen wir einmal. Okay, gut. Wir machen im Hörsaal ganz, ganz finster. Es passt so. Das ist ein Mördergerät da hier. Das kann 100 Ampere und 600 Volt. Wir fahren es langsam hoch. Man hört typisches 50 Hertz Brummen. Brauchen ein bisschen Kühlung dabei. Haben jetzt 110 Volt und 95 Ampere. Wird sie geblendet? Kann ja nicht sein. Ist das angenehm warm? Ha? Spürst du die Wärmestrahlung? Ha? 10 kW? Ja, manche Leute haben eine Sonnenbrille mit, das ist eine gute Idee. Tut mir leid, für den Rest der Vorlesung muss ich die jetzt da stehen lassen. Sie wird auf der Oberfläche 200 Grad heiß, die Lampe. Und in 1 Meter Entfernung hat sie 600.000 Lux. Das ist also fast so viel wie die Sonnenoberfläche. Ne? Gut. Also das ist eine Rarität. Ich glaube, das ist die stärkste Glühbirne, die es in Österreich gibt. Auf der Welt, ich unterrichte ja auch Lichttechnik, ne? Auf der Welt gibt es eine Glühbirne, die hat 20 kW. Ja? Also eine weitere. Die war früher mal an einem russischen Flughafen in Betrieb als Flugfeldbeleuchtung. Ne? Gut. Haben wir sie genügend bewundert? Ja? Sind alle genügend geblendet? Dann regeln wir es wieder langsam herunter. Und etwas ist spannend, Planck'sche Strahlungsgesetz, schwarzer Körper. Schaut es einmal an, wie es jetzt dann noch nachglüht. Hier drinnen ist das Wolfram, das ist also rotglühend gewesen. Und das leuchtet jetzt noch dran, einmal ganz schnell, aber. Ihr seht jetzt die Wendeln da hier, wie die noch nachglühen. Ja? Schwarzer Körper, das sind also die Glühwendeln, die man hier im Betrieb sieht. Gut, das war unsere 10.000 Watt Glühbirne und wir schalten gleich einmal den Transformator aus. Die im Experiment gezeigte Glühlampe setzt eine Leistung von 10.000 Watt um, also 10 Kilowatt. Als diese Glühlampe noch im Einsatz war, diente sie zur Ausleuchtung eines Flugfeldes. Bei einer täglichen Betriebsdauer von durchschnittlich 3 Stunden pro Tag würde der Jahresumsatz dieser Glühlampe in etwa dem Gesamtverbrauch von 2 4-Personen-Haushalten entsprechen. Eine Anmerkung noch zum Video. Da die Kamera beim Aufleuchten der Glühbirne die Blendenöffnung automatisch nachreguliert und dadurch bei hellerem Licht weniger Licht auf die Kameralinse durchlässt,
ist der in der Realität ersichtliche extrem blendende Effekt nicht ganz naturgemäß im Video darstellbar. Würde die Blende der Kamera nicht nachgeregelt, würde das Bild im Video ausschließlich weiß sein und man könnte nichts von der Glühlampe erkennen.